Ich bin's wieder, Kiliko. Ich wollte euch mal meine Funko-Pop-Figur von Nemesis zeigen. Nemesis von Resident Evil Teil 2. Und ich finde diese Figur sowas von geil gemacht. Also, ist ins Detail, haben sie das gemacht, den Dach gebastelt. Also, das, ich drehe mal um. Also, von hinten sieht er, könnte man denken, ist nur Kopf, aber nein, er hat wirklich noch seine geile Panzerfaust dabei. Und ich finde es richtig geil gemacht. Also, ich kann dazu nicht sagen, es ist wirklich so, wie der Nemesis aussieht, nur sein Auge ist eigentlich im Film, hat er, glaube ich, die Augenfarbe blau noch, aber trotzdem ist das schon mal richtig geil gemacht. Also, ja, habe ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt von einem super geilen Kumpel und ich habe mich tierisch gefreut. Und dann gibt es halt noch hier die Box dazu, wo das kleine Nemesis drin steht. Und da muss ich euch sagen, gefallen mir hier die, hupsala, Entschuldigung, die Figuren nicht so. Also, die Jill Valentine und also gerade die Jill Valentine gefällt mir nicht so. Die anderen geilen Monster von der Umbrella Corporation sehen schon ziemlich gut aus. Wer mir eigentlich hier fehlt, ist die Alice. Die Alice fehlt mir wirklich, aber wie Nemesis ist richtig geil. Ich finde ja gerade diese Funko Pop Figuren eh so geil, aber das ist so eine richtige schicke. Die steht auch in meinem Karton. Also das ist nicht jetzt, dass ich sage, der Karton ist scheiße. Ich finde die Karton gerade geil. Da bleibt immer schön sein Karton stehen. Steht bei mir immer in der Bude rum. Und wenn ich jeden Abend ins Bett gehe, beziehungsweise wenn ich aufstehe, gut, wenn ich aufstehe, muss ich nie gerade unbedingt sehen. Aber ich gucke mal den schon jeden Tag gerne an, das Ding. Es ist schon ein richtig geiles Geburtstagsgeschenk, muss ich ehrlich mal sagen. Und ich sage einfach mal, das ist mein Nemesis und ich bin froh, dass er da ist. Und dann sage ich mal, macht's gut, tschüss.